Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Turnier. Heute hallo. Mit dem Bram, dem Christian, dem Jonathan, dem Jules, dem Sepp, dem Ben, dem Fischkopf und der Franzi und mir, dem Peter Schiller, die eingeschaltet habt. Hallo. Full House mal. Wir killen uns jetzt alle gegenseitig und ich werde viel Spaß dran haben. Hallo, jemand muss sich move'n. Tschüss. Hallo. Oh Mist, ich hab die Oh fuck. Ich move dich. Danke. I like to move it. Ah ne, Moment, ich kann mich... Geil, hallo, was geht, Chat? Ne, YouTubes, ich vergesse es immer wieder. Hi YouTube, was geht? Heute mal aus einem anderen Setup und eventuell auch mit besseren Grafiksachen und einer besseren Videoqualität, hoffe ich zumindest. Aber eigentlich sollte das passieren, weil ich nicht zu Hause bin und an einem besseren Rechner spiele. Und ich hoffe, dass... Oh, niemand mitkommt. Wie kann ich mich umgucken, ohne dass ich mich umdrehe? Mit Alt ging's nicht. Kommt jemand mit? Wie kann ich mich umgucken? Ich bin jetzt einfach mal hier gelandet oder hier hingeflogen, weil das sehr schön aussieht. Lass dich mal hier runter. Okay, ja, Fortnite. Letztes Mal ja relativ erfolgreich gewesen. Also, naja, gut, wir haben nicht gewonnen, aber wir sind zweimal Dritter geworden. Glaube ich, beim zweiten Mal auch, ne? Das ist schon okay. Was ist das? Sturmgewehr. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich ein Profi. Also, wenn ich heute einen Win schaffen würde, ne? Das wäre insane in the brain. Aber mal gucken. LOL! Okay, Sepp hat sofort Jay weggemacht. Okay, krass. Der arme Jay. Oh, die ist krass. Ich glaube, die ist krass, die Truhe. Ist hier jemand? Ich höre hier Steps. Achso, ein NPC. Okay. Okay, okay, ist ein NPC. Okay, was habe ich hier auf der 1? Was ist das? Ich will lieber den Nebel haben. Schrotflinte. Immer noch Steps. Oh nein, ich habe keinen Bock auf NPCs. Medkit. Oh nee, warte mal. Oh Gott. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal eine krasse... Was ist das denn? Nee, nimm das Medkit mit. Okay. Auf jeden Fall schon mal eine krasse Schneiber. Bandagen. Oh, die wären auch vielleicht wichtig. Achso, warte mal. Hier, die kann ich ja schon mal nehmen. Nee. Nein! Scheiße. Ah! War das? Mein Gott. Hört doch mal auf jetzt hier. Aber ich bin relativ nah in der Zone, deswegen ist das nicht so schlimm. Alles kein Problem. So, okay. Bandagen nehmen wir mal mit. Nehmen wir die Bandagen nochmal mit. Dann haben wir 15. Okay. Kann ich das noch mitnehmen? Ja. Okay, also Heilung haben wir auf jeden Fall genug. Aber ich brauche eigentlich was für Schilde, ne? Okay, ich werde erstmal hier raus. Also hier ist mir zu viel Rambazamba gerade. Ja. Okay. Jay guckt mir gerade zu. Das macht mich nervös. Sturmgewehr. Oh, eine Shotgun wäre aber eigentlich richtig geil, Mann. Scheiß mal auf die Bandagen, glaube ich. Ich nehme mal die Dingens mit, die Shotgun. Die haben ja Heilung, ganz viel. Aber eine Shotgun wäre schon eine Sache. Ein Auto. Hm. Oh. Achso, nee. See. Okay, wir können nicht mehr als... Oh, kleiner Schildtrank, wichtig. Hm, dann lass mal das Spray hier. Scharfzahn-Schrotflinte. Automatische Experten-Schrotflinte. Nee. Also wenn da Experte dran steht, dann ist das für mich... Was ist das hier? Oh. Ich glaube, das ist irgendwas Krasses, ne? Achso, eine Teamleiste. Achso. Scharfzahn-Schrotflinte. Oh. Oh, die ist aber blau. Die ist besser. Okay, dann nehmen wir doch die Scharfzahn. Die blaue. Okay, wir sind aber in der Zone. Ich habe halt keine Ahnung, wo die Leute gelandet sind.
Mal gucken. Geschäftssache. Erhalte sofort einen Business-Geschützturm. Granaten. Der erste Schuss von Schuss verursacht mehr Schaden. Oh. Ja, bitte. Alter. Waffen mit Zielfernrohr verursachen mehr Schaden. Niedrige Schussrate. Fahrzeuge, in denen du dich befindest, haben mehr Kondition, verbrauchen nur beim Boosten Treibstoff. Nee, dann lieber das hier. Niedrige Schussrate ist zwar ein bisschen kacke, aber mehr Schaden ist natürlich immer geil. Bei Ballern. Ist das ein NPC? Okay, das war kein NPC. Franzi! Hat jemanden geholt, meine Freunde. Der hatte eine Pizza dabei, okay. Was macht die? Pizza-Party? Was macht die? Hä? Ein Stück Essen. Ah, das heilt. Geil. Erstmal eine Pizza snacken. Ja, easy, Alter. Gib mir meine Schrotflinte bitte zurück, danke. Sturmgewehr. Doppelmagazinsturm. Das hatte ich Schallgedämpftes. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Infiltrator. Ist die besser? Weiß ich nicht. Scharfzahn-Schrotflinte. Ah, weiß ich jetzt nicht. Oh Gott, ich kenne das nicht. Okay, geil. Ja, haben wir doch schon mal einen Kill gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Francie Fields. Hier fühle ich mich wohl, weil Francie ist quasi mein Name. Gut. Oh, Glühwürmchenglas. Die machen auch Sachen, glaube ich. Da ist so ein Dings. Ich kann wieder Sachen auswählen. Aber ich glaube, ich will lieber... Oh, guck mal, hier ist wieder so ein krasses Ding. Ist sogar in der Zone drin, oder? Geil. Beschaffung mittlerer Munition. Erhalte sofort mittlere Munition, sowie zusätzliche mittlere Munition, wenn du Behälter öffnest. Okay. Ballerbonus. Die letzten 4 Patronen aus deinem Maschinenpistolen bei unserem Bonusschaden. Maschinenpistolenmagazin. MP also. Ich habe keine MP. Sturmgewehr zählt nicht als MP, würde ich sagen. Oh fuck, dann ist ja beides irgendwie kacke, ne? Auswechseln. Komm, dann wechseln wir mal kurz. Leichte Fingerwaffen, die leichte Patronen verwenden, lassen sich schnell nachladen. Keine Ahnung, was leichte Patronen sind. Während du mit Schlamm bedeckt bist, regenerierst du Kondition und einen Teil deiner Schilde. Mit Schlamm? Was sind denn leichte? Die 3 oder was? Also Schrot, also meine Sturmgewehr, ne? Lassen sich schnell nachladen. Ja, dann machen wir das einfach. Komm. Ja, Money, Money. Was ist das? Raketen oder so? Oh, habe ich einfach eingesammelt. Okay. Schubpack, okay. Wir haben so mal so einen dicken Schildtrank. Dicker Schildtrank, größer den kleinen? I guess? Ja, komm. Okay. 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 Ich habe letztens auch in der... Ich habe ja auch noch mal die Folge geguckt. Und da habe ich gesehen, wie viel man in fucking Fortnite machen kann. Du kannst ja mit den Leuten hier reden. Irgendwie Sachen tauschen oder so. Das habe ich ja beim letzten Mal alles gar nicht gemacht. Ich bin ja nur rumgelaufen. Also das will ich jetzt auch nicht, weil ich immer noch keine Ahnung habe, wie man das am besten macht. Es gibt wohl auch irgendwie so ein Dings, so eine Sache, dass du irgendwie den nächsten Sturm sehen kannst. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Das konnte man an irgendeinem Bildschirm machen. Keine Ahnung, wo die sind. Ich habe sogar einen Schlüssel. Aber ich habe keine Ahnung, wo diese Truhen sind. Da war bestimmt eine. Ach so, ja, und es gibt Fallschaden, habe ich gemerkt. Beim letzten Mal. Das ist natürlich eine Sache. Und ich kann auch rennen. Warum mache ich das nicht? Okay. Wir müssen diese Truhen finden. Da ist irgendwas Blaues. Das ist ein Shotgun. Die habe ich schon.
Mittlerweile kenne ich sogar. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Ah, hier ist Schlamm. Jetzt würde ich mich schneller regenerieren. Kann ich mich da waschen? Das funktioniert. Nee, doch nicht. Nee, jetzt bin ich noch schlammiger. Okay. Ha! Wo sind denn diese Truhen? Da bei dem lilanen Ding vielleicht? Ist das das? Ist das sowas? Ich habe wieder diese Sache. Tankbarer Insasse. Fahrzeuge, in denen du dich befindest. Ah, nee. Erhalte sofort mit. Na komm, dann machen wir das. Wo ist denn jetzt dieser lederne Dingsbums hin? Keine Ahnung. Da liegt was Lilanes. Was ist das? Achso, die Mauer, die kaputt ist. Ist hier jemand gestorben? Oder liegt das da einfach rum? Wo war das Lilane? Da unten. Was ist das? Fernzündladung. Oh, das ist so eine Granate oder so, ne? Oh, sowas wäre eigentlich auch geil. Oh Mann, ey. Kann ich nicht das austauschen? Mann. Das braucht man doch im Null-Baumodus eh nicht. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder hoch? Okay, kaputt geht's auch nicht. Schade. Okay. Gut. Was ist jetzt los? Da ist irgendwas passiert. Oh. Ich hatte nicht die Schrotflinte ausgerüstet. Ich habe mein Gewehr gehabt. Oh Mann, ich dachte, ich habe meine Schrotflinte ausgerüstet. Ich hatte das scheiß Gewehr gehabt. Nein! Und dann auch noch gegen Peter. Unangenehm. Oh, ist das unangenehm. Und ich komme nicht da hoch. Alleine, glaube ich, oder? Ja. User in your channel is recording. Oh, manchmal würde ich mir gerne die Augen ausstechen. Also, pass auf, ich hatte... Hey, ich habe dich gar nicht gesehen. Ah, okay. Ich guck gerade Bram und Sepp zu bei dem schlechtesten Kampf der Welt. Oh, okay, warte. Fallschaden? Nee, aber ich hatte mein Gewehr ausgerüstet und wollte aber dachte, ich habe die Schrotflinte in der Hand, habe immer nur Einzelschuss gedrückt und deswegen ist Peter nicht gestorben. Ich glaube, mit der Schrotflinte hätte ich ihn gehabt. Ah, das ist belastend. Ja. Das ist ärgerlich. Ah, machst du nix. Jetzt gucke ich gerade Bram zu, okay, das ist leider. Ah, Bram, der mit einer Waffe spielt. Der hat doch zwei, der hat noch Schrotflinte. Ah, da hat er mittlerweile eine gesammelt. Der hat die ganze Zeit nur dieses DMR gehabt, das Infrarot-Ding. Ja, ich habe auch gerade reingeschissen. Bin mit Sepp an derselben Stelle gelandet und direkt gestorben. Ja, das habe ich gesehen. Super, super schnell am Anfang, ey. Ja, aber mega. Das ist unangenehm. Angedrückt halten, Sepp. Ah, wo sind immer diese Truhen? Die habe ich gesucht. Welche Truhen? Da, wo Bram gerade steht, wo du so einen Schlüssel für brauchst. Du musst einfach einen Schlüssel. Schlüssel findest du in den Truhen oder die liegen manchmal irgendwo rum? Ja, also ich hatte einen Schlüssel und ich habe diese Truhen aber gesucht, aber ich wusste nicht. Ach so, die werden angemarkert oben auf der Map, wenn du in der Nähe bist, mit dem Schlosssymbol, mit so einem Schlosssymbol. Okay, das ist. Zum Vorhängeschloss. Das ist gut zu wissen. Und dann kannst du dann da, je nachdem, ob du da einen Schlüssel oder zwei Schlüssel braucht man manchmal für eine Waffe. Ah, okay. Dann musst du da E drücken und dann machst du es offen. Wie Bram sich da jetzt in so einem Busch versteckt, lol. Ja, der hat halt Schiss vor Sepp. Weil Sepp weiß halt auch, dass der da irgendwo rumgummelt. Okay. Oh.
Oh, Alter, ich guck einfach seit bestimmt 15 Minuten einfach nur zu. Oh. Das ist so traurig, ey. Ja, die Runden in Fortnite gehen aber auch echt lange. Also, gerade dann noch mit so vielen. Das geht, oder? Obwohl Grund eigentlich... ist jetzt auch nicht mehr so gut. Eigentlich besser mit vielen, weil dann mehr Action ist halt, aber... Naja, das ist schon okay. Das ist schon nice. Ja. Aber bei Sepp passiert gerade nichts. Ich weiß nicht, wo die anderen... Ja, ich guck aber die sind echt nah beieinander. Sepp und Bram. Ich schalte gerade mal so ein bisschen durch. Also eigentlich könnten die sich sogar sehen fast. Sepp und Bram. Bram versucht gerade den Weg zu finden. Fall runter, Bram. Und Bram hat richtig Schiss, dass er runterfällt und Fallschaden kriegt. Ja. Oh, schade. Das wäre lustig. Oh ja. Nein, es ist nicht. Man lacht niemanden aus, weil er an Fallschaden... Doch. Nein. Das, oh doch. Das machen wir nicht. Doch. Nein. Und zwar doppelt und dreifach. So, jetzt ist da Bram, wo Sepp war. Oh, die sind alle nah beieinander gerade. Sepp könnte jetzt Bram und, wer ist Lea? Oh, Fight zwischen Zurpel und ich weiß nicht wem. Ja. Der ist richtig low, der andere. Oh, war das Fischi? Das ist Fischi, ja. Der heilt sich. Fischi ist richtig low. Der heilt sich gerade. Schon. Oh ja. Oh, da kommt der Zurpel. Und da macht der Zurpel! Oh mein Gott! Oh. Was passiert da? Oh mein Gott, er hat diesen komischen... Ja, und jetzt stirbt der Zurpel an dem... Oh, ernsthaft? Der arme Zurpel! Oh mein der Gott! Der arme Zurpel! Hä, aber warum hat denn jetzt... Ja. Warum, hat denn Sepp, warum hat denn Sepp den Kill gekriegt? Ja, wahrscheinlich, weil er... Weil ach, hab ich auch auf mich geschossen, nach deswegen. Ah, Sepp ist auch da, ich seh's gerade. Ich bin schon wundern, dass ich so krass schnell Leben verloren habe. Oh, Alter, Sepp trifft aber richtig gut gerade mit der Scheißwaffe. Ja. Wo sind denn die anderen? Na, auch da noch. Der Skin ist ja geil. Welcher Skin? Der von Fischi da mit dem Hai. Ja, der ist lustig. Wer ist denn... Wo kommen die denn her? LOL! Alter, hinter Bram war direkt Peter? Ja. Da hat sich gerade alles getummelt. Peter, vergiss nicht die legendäre Waffe. Nee, du hast sie liegen gelassen. Okay, schade. Oh Mann! Krass, Alter, richtig geil gesnippt. Aber was ein Schlagabtausch gerade, krass. Das war richtig räudig. Das war super räudig. Oh, ich freue mich aber für Chris, dass er noch lebt. Boah, du hast richtig krass getroffen, Sepp. Ja, ich war richtig gut und dann kommt Peter fucking. Ich glaube, Fisch hätte 10 HP oder so. Wie sehr hat euch der Deku-Smash gefallen, Sepp und Bram, ne? Das ist insane, oder? Ja, war schon oder? Insane. War ein geiler Kampf auf jeden Fall. Ich bin aber weggecringed die ganze Zeit. Alter, in dem ich habe auch nicht verstanden, zu welchem Zeitpunkt denn, also, wie das funktioniert. Ja, ich bin mir auch sicher, wie genau muss man treffen? Weiß ich glaube, du musst schon einen On-Hit treffen. Dann ist, glaube ich, Insta-tot. Aber so Sniper-mäßig On-Hit, oder weißt weiß du so? Weiß ich nicht. Ich glaube, das so ist eine Nahkampffähigkeit. Also im Anime ist das ja eine Nahkampffähigkeit. Das ist nicht Nahkampf gewesen, oder kommst du damit so krass weit nach vorne geschossen? Ah, krass war ein Stück. Weiß nicht. Weil ich habe es auch nicht verstanden. Also Bram und ich haben da trainiert. Hm. Trainiert. Wen haben wir denn da? Scheiße, Mann, Peter. Scheiße, Mann! Hätte gern in einem vernünftigen Duell verloren. Der übel riechendste Superheld. Ja, ich bin auch sehr blöd gegen Peter gestorben. Peter und Fischi, ne? Mhm. Ja. Aber Christian müsste Fischi doch sehen oder andersrum. Oh, die sind sehr close. Die hören sich, die hören sich. Ja, er müsste ihn, ja. Aber ja. Christian, jetzt. Oh, jetzt! Oh Gott, die falsche Waffe! Nein! Was machst du, Chris? Oh, genau, Christian. Zum Beispiel. Nimm doch deine Scheiße! Nimm die Türme! Oh! Was? Er muss ja nachladen, weil er keinen Schuss mehr hat! Lol, was? Hä, wieso ist das Spiel zu Ende? Wo ja, weil die Gegner sind getötet! Oh mein Gott, Peter hat gewonnen, oder was? Hä? What the fuck? Alter!
mein unendlicher Skill. Was war das denn? Das hat doch Folgen, dass Peter doch auch Erster geworden ist, obwohl er gar niemanden am Spiel getroffen hat. Ich möchte kurz sagen, dass ich 2 Haftgranaten getroffen habe. Und ja, das stimmt. Wir dann leider gegenseitig gekillt wurden. Das war ja komplett dass du gewonnen hast. Was sagst du, Bram? Bei mir läuft die Zeit noch runter. Ja, bei mir auch. Bei mir steht epischer Sieg. Nice. Okay. Bei mir steht der Platz. Bei mir steht, sage ich nicht, welcher Platz, aber. Ja, das sage ich auch nicht. Aber ich glaube, Jay hat die beste Platzierung. Ihr habt gelesen, dass du immer in Rumble Ruins runtergehst. Da wollte ich dich mal kaputt machen. Das hat leider nicht funktioniert. Ich dachte erst, du wärst ein NPC, aber warst du dann doch nicht. Nee, aber ich habe gespielt wie ein NPC. Ich habe auf jeden Fall das Briefing falsch gelesen, weil ihr da die ganze Zeit mit irgendwelchen Eisschilden rumlauft und Kamehamehas und ich sammle hier blöde Waffen ein. Aber die waren auf jeden Fall schlechter, haben Bram und ich bewiesen. Eine ereignisreiche Folge Fortnite. Vielen lieben Dank, dass ihr mir wieder eingeschaltet habt und schaut gerne bei unseren Gästen mal vorbei. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.